Hallo, ich bin Minkay van Thiel. Ich bin Schauspielerin und spiele hier bei dem Film von Kati Fjorde Tanz auf dem Broadway mit. Ich wollte als Kind immer Ballett lernen, aber das war meinen Eltern zu teuer. Die waren noch Studenten, als sie mich bekommen haben. Also war das immer nur ein Traum. Und ich habe immer schon ganz viele Videos geguckt und habe ganz viel kopiert und habe immer alles nachgetanzt. Aber immer so ein bisschen frei mich bewegt, also nicht wirklich was gelernt. Und dann habe ich einen Tanzkurs gemacht. Das war überhaupt nicht meins und deswegen habe ich mir letztes Jahr gedacht, naja, ne, Let's Dance, jetzt muss ich mal ein paar Tanzschritte lernen. Und es war echt total toll. Es hat mir wirklich sehr viel Spaß gemacht, vor allen Dingen der Tango, den fand ich total toll. Und den Contemporary, den ich ja hier auch tanze. Die emotionalsten Momente waren einmal in der Scheune mit Ryan und Michael, das werdet ihr dann sehen. Und das andere war mit meinem Vater auf der Brücke. Ja, ich glaube, die Nachtschicht und die Mimi Hu ist so auf der einen Seite ein sehr großer Glücksfall, weil ich die erste deutsch-vietnamesische Kommissarin war. Auf der anderen Seite hat es mich ein bisschen in so eine Kategorie geschoben, dass ich sehr unterkühlt, also immer besetzt wurde, also unnahbar, unterkühlt. Und wer mich privat erlebt, weiß eigentlich, dass ich eine sehr emotionale Person bin. Und deswegen bin ich so froh, dass ich diese Chance bekommen habe, auch mal diese Seite zu zeigen. Und ich frage mich auch, warum es so lange gedauert hat. Ja? Aber jetzt bin ich ja hier und ich bin ganz gespannt, wie das ankommt, weil es ist wirklich mal was ganz, ganz anderes. Und ich glaube, bei Let's Dance hat man geahnt, was für eine leidenschaftliche Frau ich eigentlich bin. Ja.